Also am Wochenende war ja Landesparteitag in Hessen und auch dort ist mehrheitlich befunden worden, dass Einzelfallentscheidungen über Bundeswehreinsätze keinen Eingang in das Parteiprogramm finden dürfen. Vergeblich mahnte ein Delegierter, man werde um militärische Friedenssicherung durch die UNO nicht hinkommen. Da könne der Parteitag beschließen, was er wolle. Ich hatte bisher immer angenommen, dass die Mahner in der Partei diejenigen sind, die aussprechen, dass wir uns überflüssig machten, würden wir je Kriegseinsätzen zustimmen. Der Begriff der Einzelfallprüfung ist ein Synonym dafür, Krieg als Ultima Ratio anzuerkennen. Denn die Einzelfallprüfung zu akzeptieren, bedeutete, dass Beschlüsse des Sicherheitsrates nach Kapitel 7 der UN-Charta in jedem einzelnen Falle dahingehend geprüft würden, ob die Partei einem solchen Beschluss zustimmend oder ablehnend gegenübersteht. Das heißt also, es würde ein Prüfungsvorbehalt generalisiert. Die Mehrheit der Partei jedoch hat sich im Verlaufe von gut anderthalb Jahrzehnten immer wieder dafür entschieden, ich zitiere jetzt Münster und Parteiprogramm 1993, aus der herkömmlichen politischen Logik des Denkens und Handelns in militärischen Abschreckungs-, Bedrohungs- und Kriegsführungskategorien auszubrechen und militärische Gewaltanwendung als Mittel der internationalen Politik strikt abzulehnen. Zitat Ende. Diese Position wird unablässig wichtiger, gerade weil Kriege immer alltäglicher werden sollen und werden. Besorgniserregend ist, dass mittlerweile auch Gewerkschaftsführung de facto bellizistische Positionen einnehmen. Auf dem jüngsten Kongress von Verdi wurde beschlossen, Bundeswehreinsätze im Ausland nicht prinzipiell auszuschließen. Verdi-Chef Sirske sagte mit Verweis auf Ruanda und andere Länder, Zitat, wir haben aus unserer Geschichte eine Verantwortung, Völkermord zu verhindern und die Bundeswehr, wenn die Vereinten Nationen das beschließen, mit in die Verantwortung zu nehmen. Dies zu äußern, während die NATO in Libyen noch Angriffe fliegt und zugleich darüber verhandelt wird, dass die Mächte prozentual das meiste Öl bekommen, die am intensivsten bomben, ist zumindest ignorant. Und es ist zynisch, wenn die IG Metall eine Studie in Auftrag gibt, in der festgestellt wird, die Einsatzfähigkeit der Kriegsmarine gegen die Bedrohung des freien Warenverkehrs müsse ebenso sichergestellt werden wie die Exportfähigkeit deutscher Waffen. Auf diese Weise wurden in Deutschland schon einmal Arbeitslose von der Straße geholt. Das Ergebnis ist bekannt. Kurz gesagt, die Bewahrung der friedenspolitischen Prinzipien unserer Partei ist wichtiger denn je. 1995 gab Joschka Fischer eine öffentliche Antwort auf einen offenen Brief von führenden grünen Politikern, die ihm vorwarfen, seine Forderung nach allgemeiner Interventionspflicht der UNO bei Völkermord sei ein Einfallstor für eine Befürwortung von Kampfeinsätzen. Dazu Fischer, Zitat, ich habe diese Position der Interventionspflicht bei Völkermord und es ist dies für mich der unveräußerliche Kern des Antifaschismus und seines Vermächtnisses des Nie wieder Auschwitz schon immer vertreten. Zitat Ende. Kerstin Müller, Claudia Roth, Jürgen Trittin und Ludger Vollme, die Fischer seinerzeit kritisiert hatten, sind inzwischen längst dessen bellizistische Parteigänger. Gemeinsam öffneten sie nur 4 Jahre später die Tür für die erste Kriegsbeteiligung Deutschlands nach 1945. Selbstverständlich ging es um Menschenrechte, deren angebliche Verteidigung es erlaubte, die Souveränität Jugoslawiens mit Füßen zu treten. Eine Art Vorwegnahme
der sogenannten Schutzverantwortung oder Responsibility to Protect. Jüngst stellten André Brie, Ernst Krabat, Stefan Liebig, Paul Schäfer und Gary Boop ein Papier über Reformen zur Stärkung der UNO vor. Die Linke begrüße es, schreiben sie, dass dem Nicht-Einmischungsgebot durch entstehende Schutznormen Grenzen gesetzt werden. Man muss sich das mal überlegen. Da wird begrüßt, dass staatliche Souveränität nicht mehr akzeptiert wird, und zwar bei denen, die sich militärisch nicht wehren können, denn die, die das können, greift keiner an. Das entspricht in der Sache dem, was Fischer bereits vor 16 Jahren zum Dreh- und Angelpunkt grüner Menschenrechte, grüner Außenpolitik erklärte. Zum Thema Intervention bei Menschenrechtsverletzungen und Völkermord gehört unabdingbar das der Einzelfallprüfung. Entsprechend hat das FDS Änderungsanträge zum Leitantrag gestellt, so den Antrag 3. Die Bundeswehr muss wieder auf ihren grundgesetzlichen Verteidigungsauftrag im Rahmen des Völkerrechts begrenzt werden, über eine Unterstützung ihrer Beteiligung an Missionen der Vereinten Nationen entscheidet die Linke in jedem Einzelfall. So der Antrag. Und in der Begründung zu diesem Antrag heißt es, die Formulierung im Leitantrag opfere die Einzelfallbewertung jeder konkreten Anfrage der Vereinten Nationen einem generellen Nein. Da kann man nur sagen, bei diesem generellen Nein im Programm und politischen Alltag unserer Partei muss es immer bleiben. Menschenrechtsfragen begründet wird. Doch wohin man auch schaut, es geht zuvörderst um wirtschaftliche Interessen. Man kann es auch umdrehen. Wo es keine wirtschaftlichen oder anderen strategischen Interessen gibt, hält man sich raus. Von der NATO oder anderweitigen Koalitionen von Willigen ausgeführte Militäreinsätze sind jedenfalls nicht gedacht, Menschenleben zu retten oder Menschen das Leben leichter zu machen. Sie kosten Menschenleben. Wir ließen und lassen uns von dem Grundsatz leiten, dass die Interessen vor allem von NATO und USA, ohne die, Sabine hat darauf auch schon hingewiesen, kein Beschluss des UN-Sicherheitsrates zustande kommt, nicht die unsrigen sind. Darüber hinaus war das Heil, welches deutsche Soldaten der Welt im vergangenen Jahrhundert zweimal brachten, so unendlich mörderisch, dass Deutschland seine diesbezüglichen Quoten für alle Zukunft erfüllt hat. Und ich glaube, dass sehen auch die 70% der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes so, die Kriege ablehnen, und die entsetzt wären, wenn die Linke in irgendeiner Weise hier ihre Positionen aufweichen würde.